Und da bin ich auch wieder, die mittlerweile etablierte Nummer 2 der Blacklist. Grüßt alle zurück zu einer weiteren Runde dieses Rennspiels. Und Need for Speed Most Wanted grüßt euch natürlich auch. Okay, erstmal muss ich mich jetzt wieder orientieren. Wie lange geht die? Ach Gott. Dann, starte ich erstmal gewohnt langweilig mit einer lieben Mautstelle. Nachdem ich jetzt wieder eine kleine Pause mit dem Spielen gemacht habe, möchte ich mich erstmal wieder jetzt reinfinden. Und ich fahre jetzt erstmal bewusst hoch mit der Viper, nicht mit der Corvette. Die Corvette ist ja schon wieder auf Fahndungsstufe 4. Der will ich mal eine kleine Pause gönnen. Und ich meine, die Viper ist nach wie vor auch ein klasse Gerät. Der Motorsound ist auch einfach der Wahnsinn. Den mag ich eigentlich mehr als den von der Corvette. Nanu, ist die Viper gerade irgendwie ein bisschen mit dem Heck im Boden versunken? Achtung, Küstenbezirk! Es geht schon wieder los. In nördlicher Richtung auf der Bristol Road. Was haben die Entwickler sich denn dabei gedacht, dass die bei Mautstellen dauernd die Cops einsetzen? Haben sie gedacht, sonst ist es zu langweilig oder wie? Offensichtlich ja! Fuck, geh aus dem Weg! Arschloch! Tot! Wow! Ach du Scheiße! Kann mir mal einer sagen, wo die Mautstelle ist? Da ist sie. Das war etwas knapp. Ich sollte etwas schwere Unfälle wie den gerade eben vermeiden. Gut, ich kann die Entwickler verstehen, wenn sie sagen, beim Mautstellen setzen wir die Cops ein. Das ist sonst ein bisschen langweilig, aber dann sollten sie es wenigstens so machen, dass es auch einen Unterschied macht, ob man jetzt Fahndungsstufe 1 oder Fahndungsstufe 5 ist. Also halt, abgesehen davon, dass andere Cop-Einheiten kommen, aber dass sie dann sagen, okay, bei Fahndungsstufe 5 kommen sie noch häufiger. Ja, das war immer wieder gar nichts. Was kommt denn da Nettes? Okay, so. Sichtkontakt verloren. Warte, versuche ihn wieder einzuholen. Muss mich korrigieren, hab wieder Sichtkontakt. Ist doch erstaunlich, wie blind die manchmal sein können, die Cops. Wie sie einen dann aus den Augen verlieren. Ja. Wobei ich jetzt aber auch gerade wahrlich keine Glanzleistung abliefere. Ach, jetzt geht schon wieder hier durch. Ja, die lenkt sich aber auch wirklich gut. Also man, auch wenn sie sich vielleicht nicht so hundertprozentig gut lenkt wie die Corvette, finde ich zumindest, die bricht manchmal ein bisschen hier etwas aus, aber die lenkt sich auch ebenfalls in den Kurven sehr gut. Da ist nichts von Trägheit oder so zu spüren. Boah. Also, ich finde es ja, ich habe nicht unbedingt was dagegen, wenn die Strecken manchmal ein bisschen länger sind, dass man dann auch sich die ganze über längere Zeit konzentrieren muss. Aber 25 Kilometer ist schon heftig. Und diese 32 Kilometer, die danach noch kommen, also bei aller Liebe, also so, jetzt fahre ich auch hier lang, ne?
Also die 32 sind schon krass. Ich habe das Gefühl, die Viper lenkt sich sogar noch etwas empfindlicher. Und da muss ich mich von der Corvette noch mal ein bisschen umstellen. Bei sowas hier zum Beispiel. Das würde die Corvette, glaube ich, nicht machen. Aber ich meine, wir kommen wenigstens überall mal rum, ne? Also wir kriegen heute alles zu sehen. So ist es ja nicht. Ich habe nur eigentlich keine Lust, nachher noch hier mich mit A-Hörnchen und B-Hörnchen hinter mir anzulegen. Also wäre schön, wenn die jetzt mal weggehen würden. So, jetzt ist nur noch A-Hörnchen da, aber da vorne schon das neue B-Hörnchen. Ach, muss das sein? Ach, nett. Viper im Abendlicht. Alter! Nee, komm. Was hat denn das jetzt für eine doofe Kante? Oh, und da schon der nächste. Leute, das ist ein bisschen absurd, was hier gerade abläuft. Boah! Aquaplaning! Aquaplaning! Zu Hilfe! Also die Corvette. Ich verwechsel schon wieder. Boah, die Viper tut sich auf dem Belag doch etwas schwer. Also das ist gerade echt, das ist schon ein Stück Arbeit, die jetzt hier gerade auf der Straße zu halten. Auch nicht schon wieder. Vielleicht habe ich mich ja deswegen doch für die Corvette entschieden. Ah ja, das war jetzt ja letzten Endes doch sehr entspannt. Komm, ich nehme sie mit. Okay, 142 km/h. Naja, 25.000 mitgenommen. Na, dann kommt man mit dir zwei. Hä? Was war das denn? Ja. Hey Kollege, was geht mit dir? Und wie ist dein Tag heute bisher so? Oh nö! Wo kommt denn der her? Ah, oh, Mann, Mann, Mann. Oh, weißt du, wie ich dich hasse? Nein, weißt du nicht. Du verstehst meinen Schmerz nicht. Aua! Ach Mensch, das muss doch mal möglich sein. Stufe 1 Kopf. Au! Was? Also Leute, ich lasse mich ja von allen möglichen fangen mittlerweile, aber nicht von euch. Nee, das wird so nichts. Oh, klasse. Alarmstufe 2. Kurz 6 wahrscheinlich entkommen. Standby. Sichtkontakt. Erstkurs 3. Hä? Sichtkontakt? Was? Alle an der Verfolgung.
Verfolgung beteiligten Einheiten. So. Der Verdächtige wurde zuletzt gesehen in östlicher Richtung auf dem Bay. Und jetzt müsste ich doch eigentlich in unter 2 Minuten gekommen sein, jawohl. Der letzten bekannten Fahrtrichtung des Verdächtigen. Hat sich das wenigstens gelohnt. Ja, nochmal schnell einen Meilenstein mitgenommen. Alles klar. Wenn sonst nichts ist. Ja. Wunderbar. Man kann nicht sagen, es hätte sich nicht gelohnt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das nochmal schaffe. In unter 2 Minuten. Eigentlich ist das völlig unmöglich, aber... okay. Was mache ich jetzt? Hä? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Nee. Reiß dich mal zusammen. Komm, versuchen wir mal den hier. Heute noch. Ach, ich habe wieder mit. Jetzt darf ich wieder mit Aquaplaning kämpfen. Da ist schon wieder ein Skandinavien-Fan. Wo ist denn der hin? Was haben denn die drei jetzt gemacht? Naja, soll mich nicht stören. Ach, es geht hier lang. Hui, meine Reifen eiern, habe ich das Gefühl. Das wäre aber nicht so toll. Wow! Mittlerweile rege ich mich über sowas, gar nicht mehr auf. Aber es wäre doch sehr interessant zu erfahren, was den LKW-Fahrer jetzt dazu veranlasst hat, über durch diese schwachsinnige Seitenstraße auf einmal zu fahren. Genau dann, wenn ein anderes Auto zum Überholen ansetzt. Boah, also die Vibe hat doch noch so ein, zwei Tücken mit der Steuerung, also. Brr. Also das war ja wohl eine der schwachsinnigsten LKW-Aktionen, die ich je gesehen habe in diesem Spiel. Und es gab schon so einige. Vor allem das Blöde ist, ein Auto kannst du ja noch wegschieben, aber gegen so einen Autotransporter hast du halt einfach mal keine Chance. Da stehst du dann blöd da. Dann kannst du dir ein neues Auto zulegen. Das ist halt einfach der Vorteil vom Brummifahren. Das ist auch der Grund immer, warum die immer so kackdreist teilweise einlenken. Die wissen ganz genau, dass sie die Stärkeren sind. Dann du. So, boah. Aber wir kommen mal wieder in Roseville vorbei. Schön. Hier so, wenn man sich an die alten Tage zurückerinnert. Unsere ersten Rennen haben ja auch hier stattgefunden. Nehme ich den auch noch einmal kurz mit. Brr. Auch so eine gute Taktik vom Racer, die er da anwendet. Uns hier extra lange Rennen aufzuheißen, da hat er nochmal Zeit, kann sich zurücklehnen und kann auch mal ein schönes Wochenende auf Haiti verbringen oder so. Bis wir fertig sind, weil so lange brauchen wir auf jeden Fall. Ja, da hat der Junge schon einen gechillten Job, also. Oh, es geht durch den Waldabschnitt. Da waren wir ja wirklich lange nicht. Sehr schön. Dein Ruf bei den Locals ist echt krass. Razor hat bestimmt die Hosen voll. Du hast es fast geschafft.
Yo, echt krass, Mann, ey. Voller Styler hier bin ich. Ich glaube nicht wirklich, dass, also, ja, also Razer glaube ich jetzt nicht, dass er wirklich die Hosen voll hat. Also, es wird ihn bestimmt nicht freuen, aber die Hosen voll hat er jetzt, denke ich, nicht. Nee, das glaube ich jetzt nicht. Aber ich rätsel immer noch über das, über seine komischen E-Mails, die wir immer bekommen. Wir verkaufen ihn und wir arbeiten für die Cops und, also, ja. Ich muss auch sagen, ich bin bisschen enttäuscht. Also ich dachte, zumindest nachdem wir Toro geschlagen haben, würde irgendwie nochmal eine Mail von Razer kommen oder eine Mail von Mia irgendwie, oder dass die Schauspieler nochmal dass da irgendeine Cutscene nochmal kommt oder sowas. Das hätte ich schon gedacht, wenigstens. Okay, beim nächsten. Also ich mache jetzt erstmal nochmal Pause, beim nächsten Mal kommt dann, glaube ich, das hier. Das ist, oh, das ist doch gar nicht kürzer, als ich gedacht hätte. Und das kommt hier noch. Ja, und der hier, pff, das muss ich mir überlegen. Ich habe ja auch gesagt, dass ich, bei die alten Blacklist-Gegner nochmal durchgrasen werde und, da, na komm, mein Text, dass ich da nochmal die alten Rennen abgrasen werde, noch erledigen muss. Da überlege ich, ob ich das nicht vielleicht offscreen mache, weil sonst wird das, glaube ich, doch vielleicht etwas lang und so interessant. Es ist ja auch nicht story-relevant. Also da verpasst jetzt ja auch keiner was oder so. Also das muss ich mir noch überlegen. Ich mache jetzt erstmal eine Pause und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Bearbeitung und Razer rückt damit immer weiter in unsere Nähe, in unsere Reichweite. Mia motiviert uns ja auch nochmal. Und somit kann doch überhaupt nichts schief gehen. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.